Wer bin ich? Ist keine Frage, die du jemandem stellst. Es ist eine Frage, die du dir selbst stellst. Du weißt nicht, wer du bist. Ist das ein kleines Problem? Wenn du aufrichtig, wenn diese Frage in dir brennt, dann kommst du. Pranam Sadhguru. Ich komme aus Westbengalen. Mein Name ist Choroprato Mukherjee. Ich bin dir gefolgt die letzten 3 Monate. War das eine Warnung? No. Why? Nein, nein, warum? Warum, Sir? Ich bin dir gefolgt seit den letzten paar Monaten und ich habe deine Videos geschaut und ich kann buchstäblich sagen, dass ich ein Fan bin. Aber ich habe eine Frage. Was ich bemerkt habe, dass du gesagt hast, dass was immer wir in unserem Leben ansammeln, wie unser Gehalt, unser Ansehen, unseren Besitz, aber auch unser Körperfett, das ist alles. Wir können sagen, es ist meins, aber das bin nicht ich. Du sagst, und ich habe das gesehen und es ist äußerst logisch, sicher, ich kann sagen, das Haus ist meins, aber das bin nicht ich. Ich kann sagen, der Körper ist meiner, aber das bin nicht ich. Was bin ich dann? Was bin ich dann, wenn ich loslasse, was immer ich verdient habe, wenn ich was auch immer loslasse? Was bin ich dann? Was ist meine Existenz? Das ist, was ich wissen möchte. Oh, warum fragst du mich das? Listen up. Bitte setz dich. Well, what is you? Nun, was bist du? Im Moment ist das, was du für ich hältst, nur ein Bündel von Gedanken, Emotionen, Ideen, Vorurteilen, Philosophien, Ideologien, ein Sammelsurium aus vielen Dingen, die du aufgelesen hast. Du bist ein Sammelalbum. Das klingt nicht gut. Nein, du bist ein Cocktail. Sollen wir ihn noch ein bisschen aufwerten? Du bist ein Strauß Blumen. In Ordnung. Also, was bist du? Dies geschah auf dem Flughafen von Cincinnati in Ohio, Vereinigte Staaten. Menschen standen in der Schlange, um am Ticketschalter der Fluggesellschaft einzuchecken. Ein Mann übersprang einfach die Schlange und kam direkt nach vorne und schob sein Ticket drüber. Die Dame am Schalter, sie sagte, Sir, da ist eine Schlange. Er sagte, nein, nein, ich habe es eilig. Sie sagte, alle haben es eilig. Sie sind im selben Flugzeug. Bitte stellen Sie sich an. Dann sagte er, wissen Sie, wer ich bin? Sie sah ihn an, nahm prompt das Mikrofon und sagte, hier ist ein Mann, der nicht weiß, wer er ist. Kann ihm jemand helfen? Also, wer bin ich? Ist nicht eine Frage, die du jemandem stellst. Es ist eine Frage, die du dir selbst stellst. Gehe damit tiefer und tiefer. Wenn du aufgestanden wärst, das ist wie ein, wonach du fragst, ist wie ein Morgengebet, weißt du? Wie die Leute beten. Du gehst und lernst ein Mantra, dein Kind macht lustige Geräusche, sei still! Und ans Telefon kannst du zwischendurch auch gehen, heutzutage. Sogar im Tempel geht der Priester zwischendurch ans Telefon. All das. Dies geschah kurz vor Weihnachten. Eine Frau in Minnesota betete. Es wurde von den Nachbarn mitgehört. Sie betete, lieber Gott, bitte dieses Mal. Das letzte Mal kam der alte Narr Santa Claus. Und er hat meine Gebete falsch verstanden. Was ich will, ist ein dünner, schlanker Körper und ein fettes Bankkonto. Er hat das verwechselt letztes Mal. Warum ich das sage, ist, bitte sieh dir all die Gebete auf dem Planeten an. Lieber Gott, gib mir dies, gib mir das, rette mich, beschütze mich. Sieht es nach etwas Göttlichem aus oder sieht es nach einfachem Überleben aus? Survival, outsourced. Überleben, ausgelagert. Um auf diesem Planeten zu überleben, braucht man nur 4 Gliedmaßen und ein paar Gehirnzellen, die arbeiten. Nun also, Sadhguru, all das ist in Ordnung, aber ich möchte wissen, wer ich bin. Diese ganze Wer-bin-ich-Angelegenheit wurde sehr populär durch Ramana Maharshi, weißt du? Hast du von Ramana Maharshi gehört? Er ist kein Bengali. Ramana sagte also, wer bin ich? Und setzte sich dorthin.
Die Menschen denken heute, sie müssen nichts tun. Wenn sie ab und an jemanden fragen, wer bin ich, denken sie, dass sie spirituell sind. Ich habe ein Kursprogramm in Los Angeles unterrichtet. Da sind eine Menge Leute, etwa 150, alles prominente Leute, viele von ihnen aus der Hollywood-Szene. Und sehr viele junge Frauen sahen ähnlich aus. Sie sind keine Schwestern, sie haben denselben Arzt. And und dann sagte eine von ihnen, Sadhguru, ich lehre Sie nur eine einfache 21-minütige Übung. Warum? Um dich nach innen zu wenden, weil du diese Frage nach außen stellst. Da wirst du nichts finden. Wenn ich dir sage, du bist ein Atman, Paratman, Unsinn, wohin bringt es dich? Nur zu mehr Vokabeln. Schau, wenn ich dir sage, du bist eine Seele, du bist ein göttliches Wesen, du bist Atman, du bist Paratman, bist du nicht weitergekommen. Du hast nur mehr unsinniges Vokabular bekommen. Das ist alles, was du bekommen hast. Also sagte ich, wir lehren dich einen einfachen Prozess. 21 Minuten, wie du dich nach innen wendest. Aber du sagst uns all diese 21 Minuten, wir müssen all das tun. Aber Ramana Maharshi sagte, man muss nichts tun. Ich sagte, wow, Ramana kam nach Los Angeles. Aber Ramana hat nichts getan, das ist eine Tatsache. Er saß einfach so mit gekreuzten Beinen. Einfach. Nichts tun, absolut. Nagetiere kamen und bissen und fraßen sein Fleisch. Es eiterte, Wunden waren wurmbefallen. Er saß einfach da und tat nichts. Wenn du diese Art von Nichtstun machen kannst, ist sofort eine Antwort da in Ordnung. Aber jetzt in Kalifornien sind sie von dieser Art. Wenn eine Mücke sticht, wählen sie 110. Ja, so ist es. In diesem Zustand frage nicht. Also jetzt. Dies ist eine existenzielle Frage. Dies ist keine kleine Frage. Du weißt nicht, wer du bist. Ist das ein kleines Problem? Es ist ein grundlegendes Problem, nicht wahr? Und du stehst auf und stellst dich vor, wo du aus Bengalen kommst und so weiter. Und jetzt stellst du die Frage. Die Frage ist noch nicht gereift. Wärst du aufgestanden und du könntest die Frage nicht stellen und Tränen wären dir gekommen, hätte ich diese Frage völlig anders beantwortet. Aber jetzt ist es ein Scherz. Also scherze ich mit dir. Ist das in Ordnung? Die Frage ist da. Es ist gut, dass die Frage da ist. Aber die Frage braucht Schärfe, um durchzudringen. Sie hat noch nicht genug Intensität, dass sie etwas durchdringen kann. Im Moment ist es eine beiläufige Frage. Jetzt kann ich dir also etwas erzählen, wer du bist. Aber es ist nicht in deiner Erfahrung. Wenn ich dir etwas erzähle, was nicht in deiner Erfahrung ist, was kannst du tun? Du kannst es glauben oder du kannst es nicht glauben. Wenn du es glaubst, bist du der Sache nicht näher gekommen. Wenn du es nicht glaubst, bist du der Sache nicht näher gekommen. Wenn du mir glaubst, kannst du gehen und eine ausgefallene positive Geschichte erzählen. Wenn du mir nicht glaubst, kannst du gehen und eine negative Geschichte über mich erzählen. Aber du hast dich nicht einen Zentimeter bewegt, nicht wahr? Wenn du also aufrichtig, wenn diese Frage in dir brennt, wenn heute Nacht, wenn diese Frage dich so sehr beschäftigt, du kannst nicht schlafen, du kannst nicht sitzen, du kannst nicht stehen, wenn sie dich derart beschäftigt, dann kommst du. Ich werde dir etwas anderes geben, etwas völlig anderes.